und herzlich willkommen bei Gerati TV. Heute mal mit einem Reaction-Video auf Annycetys neuestes Anti-Zirkus-Video. Annycety hatte ja bereits vor Monaten dieses Video angekündigt und ich bin echt gespannt, was sie diesmal präsentiert. In den letzten Videos hatte ich ja ihr immer vorgeworfen, dass sie sich auf alte PETA-Videos beruft und diese mit der heutigen Tierhaltung im Zirkus überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich habe ihr auch empfohlen, sie sollte sich einmal die Tierhaltung im Zirkus persönlich anschauen. Sie hatte damals geantwortet, darüber gab es ja mal ein Reaction-Video, wo sie auf Kommentare reagiert. Da hatte sie gesagt, sie hat Zirkusse gesehen und weiß, wie die Tiere gehalten werden, aber sie kann nichts belegen, also sie hat kein Videomaterial. Es ist dasselbe wie mit der Behauptung, ein Zirkusmitarbeiter hätte sie angefahren. Warum gibt es da keinen Beweis? Warum gibt es da auch keine Strafanzeige etc.? Ja. Also wir schauen uns heute mal das Video an und ich bin wirklich gespannt, was Annycety uns hier präsentiert. Also legen wir los und schauen uns das Video mal an. Annycety hat dieses getitelt, du kannst Tieren helfen. Bitte schaut euch das Video an. Also legen wir einfach mal los. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wie ihr schon am Titel seht, mal ehrlich, nimmt ihr hier wirklich mit Fischauge auf? Sie hatte doch im letzten Video oder vorletzten, jedenfalls in einem der letzten Videos, hatte sie doch die neue Kamera präsentiert. Auf jeden Fall habe ich noch diese Kamera hier. Frage ich mich, warum sie dieses Video jetzt mit der Legria aufnimmt und dann noch dazu mit Fischauge. Also ich nehme auch mit der Legria auf, aber nicht eben mit Fischauge. Fischauge nimmt man mehr, wenn man draußen in der Natur ist oder in der Stadt, wo man mehr zeigen möchte. Ich sag mal, sie hat ja nur schon einen korpulenten Körper, dann noch dazu Fischauge zu nehmen. Trotzdem möchte ich euch bitten, nicht immer, wenn man Kommentare abgibt, auf die Äußerlichkeiten einzugehen, eher immer auf den Inhalt. Argumentiert den Inhalt und sagt Annycety, was ihr von dem Inhalt haltet und was falsch ist. Macht sie auf die Fehler immer wieder darauf aufmerksam. Aber schauen wir uns jetzt erstmal weiter dieses Video von Annycety an. Du kannst den Tieren helfen. Und zwar, was man dazu beitragen kann, keinen Zirkus mit Tieren zu unterstützen. Ich habe mal ganz viele Tipps aufgelistet, die vielleicht auch sehr wichtig sind. Einige Tipps wussten bestimmt schon welche, aber andere vielleicht auch nicht. Da sind noch viele geheime Tipps, sage ich mal, dabei. Wenn du auch gegen einen Zirkus... Geheime Tipps. Oh, 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 Annycety, geheime Tipps. Also, wie gesagt, das Video fängt schon sehr amüsant an. Und ich bin echt gespannt, welche Tipps sie hat, dass man Tieren im Zirkus helfen kann. So, weiter. Wenn du mit Tieren bist, dann schau dir das Video auf jeden Fall an, weil du kannst helfen, weil jeder von uns kann helfen. Und dann fange ich jetzt auch dann schon auch mal mit den Tipps an und bleibt auf jeden Fall dabei. Ich würde mich sehr freuen. Tipp 1. Ich glaube, dieser Tipp kennt einfach jeder. Besuche keinen Zirkus mit Tieren oder Wildtieren. Damit hilfst du den Tieren am meisten. Besuche keinen Zirkus mit Tieren oder Wildtieren. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, im Allgemeinen fordert ja der Bundesrat, auf den sich immer PETA und Co. immer wieder berufen, dass die Bundesregierung dieses nicht durchsetzt, ein Wildtierverbot von bestimmten Wildtieren. In diesem Wildtierverbot, was dort gefordert wird, stehen zum Beispiel nicht drin Löwen und Tiger, also Großkatzen. Es steht drin, dass zum Beispiel Elefanten und Nashörner, Bären und Affen nicht mehr im Zirkus auftreten sollen. Es steht aber, wie gesagt, kein generelles Wildtierverbot, weil Wildkatzen wie Löwen und Tiger sind weiterhin erlaubt. Tipp 2. Wenn ein Zirkus in deiner Stadt ist, besuche dort eine Demonstration oder veranstalte selbst eine und mache andere auf das Tierleid aufmerksam. Aber Achtung vor den Zirkusleuten. Sie reagieren an einer solchen Veranstaltung meist aggressiv. Und wenn du nicht weißt, wo gerade eine Demonstration stattfindet, guck am besten immer auf Facebook nach. Aktionsbündnis postet sehr viel auf ihrer Seite, wo und wann eine Demonstration stattfindet. Oder viele erstellen auch einfach eine Veranstaltung. Gib am besten einfach den Stadtnamen ein, wo der Zirkus gerade ist. Oder vielleicht den Zirkus selbst. Und dann werdet ihr da nämlich schon sehr viel finden. Tipp 2. Beteilige dich an einer Demonstration. Warum soll man gegen einen Zirkus demonstrieren, der überhaupt nicht gegen das Tierschutzgesetz verstößt? Also wie gesagt, ein Zirkus macht ja nichts Illegales. Ein Zirkus ist eigentlich der meistkontrollierte Tierhaltungsbetrieb, den es in Deutschland gibt. Überall, wo ein Zirkus hinkommt, kommt das Veterinäramt vorbei und prüft die Tierhaltung und die Gesundheit der Tiere nach. Warum soll man dagegen demonstrieren? Das frage ich mich wirklich. Weil so wie das Annycety hier darlegt, demonstriert sie nur, weil ihr langweilig ist. Weil es ist ja kein Konzept. Ich sag mal, wenn ich gegen jeden Zirkus bin, ohne dass ich den Zirkus besucht habe oder besser gesagt mir die Tierhaltung angeschaut habe und mich darüber informiert habe, wie die Tierhaltung ist. Und bei Informationen spreche ich ausdrücklich davon, nicht die Informationen bei PETA zu holen. Weil PETA, die Videos, die PETA einschaltet, kommen entweder aus dem Ausland oder sind eben schweinealt. Die haben nichts mit der Realität, die heutzutage im Zirkus vorherrscht, mehr etwas zu tun. Tipp 3. Erzähle deinen Bekannten, Freunde oder Familie, was im Zirkus abgeht und dass du auch dagegen bist. Zeige ihnen einen Flyer oder ein Video. Die Videos sind in der Infobox verlinkt, die könnt ihr gerne euren Freunden zeigen, weil dort wird nämlich alles gezeigt, was wirklich in einem Zirkus alles abgeht und was für eine Qual die Tiere eigentlich mitmachen müssen. Und wenn deine Freunde, dann deren... Hier sieht man die Videos von PETA, also Annycety sagt ja, zeig deinen Freunden, deiner Familie die Videos von PETA. Die Videos stammen von 2010, 2011, die sie hier zeigt. Ich sag mal, es gibt in keinem deutschen Zirkus, gibt es noch Bären. Was soll das Video mit den Bären? Was sollen die Videos von 2010 und 2011? Der Tierschutz wurde erst im Jahr 2012 ins Grundgesetz mit eingefügt. Warum kommt sie dann nicht mit neueren Videos? Ich sag mal, sie hat eine Kamera, sie behauptet immer, sie schaut sich das an. Warum geht sie nicht in den Zirkus und filmt oder dokumentiert einmal die Tierhaltung? Wahrscheinlich ist sie im Zirkus gewesen, konnte nur leider keine Tierquälerei feststellen. Da kann ich doch nicht so einen Humbug behaupten. Und Freunde, das Video weiterverbreiten, das geht dann wie eine Kettenreaktion rum und so kann man dann viele Besucher in einem Zirkus vermeiden. Viele wissen nicht, was in einem Zirkus los ist. Viele sind noch gar nicht aufgeklärt. Vielleicht weiß deine Familie ja noch nicht mal, was da los ist oder deine Freunde. Und die kann man ja mal gerne aufklären, was da eigentlich für eine Qual stattfindet. Ich sag mal, auch hier bei den Bären, ich sehe nicht irgendwo, dass es sich um Tierquälerei handelt. Also die Tiere, die heute im Zirkus leben, sind keine Wildtiere. Sie sind bereits im Zirkus oder in einem Zoo geboren. Sie kennen die Wildnis nicht. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Tier aus der Wildnis rausreiße und dann mit Gewalt dann versuche, dieses zu dominizieren. Oder ob es von klein auf, also bereits mit der Geburt, an das Leben mit dem Menschen gewöhnt ist. Und es ist belegt, dass es zwischen Mensch und Tier eine Beziehung geben kann. Also dass ich da eine innige Beziehung aufbauen kann. Warum soll dann ein Wildtierverbot erlassen werden, wenn man davon ausgeht, dass zwischen den Tieren und den Menschen eine richtige enge Beziehung aufgebaut wird? Wenn man die Tiere aus dem Zirkus nimmt, was passiert denn mit dem Zirkus? Man hat es ja in Mexiko erlebt. Da hat man ein Wildtierverbot erlassen, weil PETA dort Randale gemacht hat. Dann waren auf einmal 4000 Zirkustiere mit dem Tod bedroht. Wo ist denn PETA da? Wo ist die Hilfe? Wo will man hin mit den ganzen Tieren? Man kann doch keinen, nehmen wir zum Beispiel mal Robben, das Beispiel vom Zirkus Babys. Ich sag mal, man kann doch ein Tier, was 40 Jahre in der Familie des Zirkus gelebt hat, man kann es doch nicht herausreißen, nur weil man sagt, hier, das ist Tierquälerei. Das ist keine Tierquälerei. Tierquälerei wäre es, wenn sich der Zirkus nicht um die Tiere kümmern würde. Und wo wir dann wieder beim Thema sind, was macht PETA für Zirkustiere? Wenn man sich die Webseite anguckt, es gibt ja nur eine Prangerliste. Man findet keinen PETA-Mitarbeiter, der freiwillig zu einem Zirkus geht und dort sagt, er will sich das mal anschauen und will helfen, die Tierhaltung zu verbessern. Das wird man nie erleben. PETA macht nur eins, wenn irgendwo im Internet eine Alertmeldung kommt, zack, klar, hier, da ist wieder ein Tier ausgebüxt oder dort wurde ein Tier wieder befreit und wie gefährlich das ist, etc. Aber Hilfe für die Tiere ist von PETA nicht zu erwarten. Und wenn deine Freunde, dann deren Freunde und deren Freunde das Video weiterverbreiten, das geht dann wie eine Kettenreaktion rum und so kann man dann viele Besucher in einem Zirkus vermeiden. Warum soll man Besucher in einem Zirkus vermeiden? Hier ist das, was ich Tierrechtler immer vorwerfe. Die wollen nichts für die Tiere tun. Die wollen nur den höchst möglichen wirtschaftlichen Schaden eines Unternehmens erzielen. Das ist bei den Tierrechten überall so. Sei es jetzt wie mit Bürgel, mit den Nudelherstellern, wegen den Eiern, da wird eben groß rumdemonstriert, aber irgendwo Hilfe oder mal einen Konsens zu versuchen zu finden, ist komplette Fehlerzählung. Man macht dort Rambazamba, man versucht das Unternehmen zu diffamieren und damit einen wirtschaftlichen Schaden zu erlangen. Es hat nichts mit Tierschutz zu tun, den Tieren wird damit überhaupt nicht geholfen. Was ist denn, wenn der Zirkus insolvenz geht? Man hat es doch in den USA gesehen. Die Tiere müssen irgendwo hin. Die kommen nicht in irgendwelche Auffangstationen. Der Zirkus, den gehören größtenteils die Tiere ja überhaupt nicht, sondern die sind ja angebietete Artisten. Man hat es ja beim Bruder von Messi gesehen, der hat ja beim USA bis zum Schluss dort gearbeitet und hatte die Tiere jetzt nach Deutschland verbracht. Also was nutzt es wirklich den Tieren, wenn man die Zirkus in Insolvenz treibt? Nichts. Eigentlich müssten die Tierrechtler sagen, geht in den Zirkus, umso mehr Geld sie einnehmen, umso mehr können sie für die Tiere und den Tierschutz investieren. So müsste das eigentlich sein. Anmerken möchte ich dazu noch, wenn wirklich Tiere gequält werden, muss man natürlich einschreiten. Aber wie gesagt, ich habe im Februar den Zirkus Krone besucht und konnte mir die Tierhaltung dort ansehen. Ich habe keine Tierqual gesehen. Warum kommen da nicht einfach mal Videos von ihr vom Zirkus Busch, die zeitnah sind? Also nicht aus dem Jahr 2011 oder 2010, sondern einfach in den Zirkus gehen, ein Ticket lösen, sich die Tierhaltung anschauen, die Vorstellung sich anschauen und dann sein Urteil bilden und dann aufzeigen, was die Quälerei ist. Aber was macht Annycety? Man hat es ja gesehen, ein Film von außen, ein Hund, der irgendwo in der Ecke sucht, weil er pinkeln muss und behauptet, der Hund hat psychische Probleme. Also ich bin der Meinung, hier hat irgendeine andere Person psychische Probleme. Viele wissen nicht, was in einem Zirkus los ist. Viele sind noch gar nicht aufgeklärt. Vielleicht weiß deine Familie ja noch nicht mal, was da los ist. Annycety, du bist nicht aufgeklärt. Aufklärung bedeutet, dass man sich es anschaut. Erst dann kann man sich ein Bild machen und seine eigene Meinung bilden. Aber nicht, wenn man im Internet irgendwelche Videos von PETA sich anschaut, die manipuliert sind oder eben aus China oder sonst woher stammen. Los ist. Oder deine Freunde. Und die kann man ja mal gerne aufklären, was da eigentlich für eine Qual stattfindet. Wo findet da Qual statt? Wie gesagt, sie redet von irgendwas, wo sie keine Ahnung hat. Tipp 4. Unterschreibt viele Petitionen. Im Internet könnt ihr so viele Petitionen finden, wenn... Das muss natürlich kommen. Tipp 4. Unterschreibt viele Petitionen. Tierrechtler sind verantwortlich, dass Petitionen eigentlich ihren Sinn wörtlich verloren haben. Ich sag mal, welche Petition der Tierrechtler? Sie hat ja selbst eine Petition gestartet. Sie hatte, glaube ich, knapp 250 oder 500 Unterschriften gesammelt, wollte 10.000 sammeln innerhalb von einem Jahr. Muss man anmerken. Ich sag mal, was nützt es, eine Petition heutzutage noch zu erstellen? Gar nichts. Da passiert nichts. Ich sag mal, PETA macht wegen jeden Scheiß irgendwelche Petitionen. Bei PETA sind sie manipuliert, das hatte ich ja auch schon in verschiedenen Videos bewiesen, dass man nur einfach unterschreiben kann mit irgendeiner E-Mail-Adresse, die überhaupt nicht existent ist. Also wie gesagt, man braucht sich nicht wundern, dass man eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, in die Politik mit einzugreifen. Weil die Politiker sagen, was sollen sie mit der Petition? Und dann vor allem so eine Schwachsinnspetition. Wie gesagt, wenn sie nachweisen können, okay, dort werden Tiere gequält, bitte, unterschreibe ich auch sofort diese Petition. Aber doch nicht mit solchen Humbug-Petitionen, bitteschön. Die Petition Zirkus eingibt. Viele haben auch schon über 100.000 Unterschriften, aber ich weiß, wir können noch mehr schaffen. Durch deine Unterschrift sind wir dem Ziel einen Schritt näher. Ich weiß nicht, ob sie den Begriff Petition sich einmal angeschaut hat. Eine Petition ist eine kurzzeitige Unterschriftenaktion, wo man sozusagen seine Stimme zu einem bestimmten Thema gibt. Beim Petitionsausschuss des Bundestages kann man eine Petition erreichen. Diese läuft 30 Tage. Ja? Petitionen, so bei Change.org oder wie die alle heißen, die laufen teilweise Monate oder Jahre. Mit deiner Unterschrift sind wir dem Ziel einen Schritt näher. Ich erinnere mich an die Teigaktion, wo Peter angeblich behauptet, über 640.000 Unterschriften gesammelt zu haben innerhalb von einem Jahr und diese dann auch übergeben wollte. Da hatte ich ja damals dann vorab mal an das Landwirtschaftsministerium einen Brief geschrieben und darauf hingewiesen, dass eben die Petitionen oder besser gesagt die Unterschriften dort größtenteils gefaked sind. Daraufhin hat ja dann, war ja Peter Höfgen, der dann nach Berlin gefahren ist, hat ja dann der Minister persönlich nicht die Petition angenommen, sondern irgendein Sekretär. Aber ich sag mal, was sollen Petitionen? Wie gesagt, wenn sie doch nur einen einzigen Beweis bringen würden, dass in dem Zirkus wirklich Tiere sind. Man behauptet immer alles. Ich sag mal, wenn dort ein Veterinär sich die Tiere anschaut, dann weiß er doch, ob es denen gut geht, ob die gesund sind oder ob die krank sind oder ob die dort drangsaliert werden. Diese Tierrechtler schauen vom Zaun aus, sehen dann nicht mal die Tiere und stellen dann irgendwelche Behauptungen auf, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Tipp 5. Wenn ein Zirkus in deiner Stadt ist, schreibe deiner Stadt auf jeden Fall eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse kann man dann auch auf deren Internetseite finden und mache sie auf das Tierleid aufmerksam. Genau. Nächstes Problem. Spamming oder Mailbombing. Das ist ein schönes Thema, was von Tierrechtlern immer wieder genutzt werden. Mit Mailbombing, darauf bin ich erst auf PETA gestoßen, weil PETA mich 2013 oder 2012, 2013 war das glaube ich, mit einer Mailbombing-Attacke überzogen hatte. Das ist dasselbe, was ich vorher sage. Mit einer Mailbombing-Attacke machst du nichts anderes, außer den Mail-Server zu versuchen zu überlasten. Und größtenteils werden ja die E-Mails schon vorverfasst, also Tierrechtler scheinen nicht in der Lage zu sein, eine eigene E-Mail zu verfassen, oder die Tierrechtler von sich aus sagen schon, wenn sie eben die Leute selber schreiben müssen, schicken die dann keine E-Mail, was auch richtig ist. Marc, am Anfang hat ja PETA dann immer diese E-Mails über ihren Server als angebliche Petition versendet. So war es ja auch bei mir mit dem Mailbombing. Also es wurde dann einfach ein Text geschrieben, vorgefertigt, und man brauchte nur noch seine E-Mail-Adresse einfügen, die dann eben auch gefaked sein konnte. Also selbst wenn die Domain nicht existent ist, ist die E-Mail einfach versendet worden. Man konnte einfach sagen 123@123.de und schon wurde die E-Mail versendet. Und das geht ratzfatz. Ich hatte ja mal nachgewiesen, für das E-Mail-Versenden war, glaube ich, 15 Sekunden brauchte man dafür. Also einfach dann immer zurück und gleich die nächste E-Mail-Adresse, und das ist der größte Betrug, den es gibt, und es bringt nichts, wenn man dort irgendwelche E-Mails an Bürgermeister schreibt oder so, vor allem, wenn man nicht belegen kann, was man da behauptet. Und ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, was ihr auf jeden Fall immer machen könnt: Es muss dafür nicht ein Zirkus in deiner Stadt sein. Es kann auch bundesweit irgendwo sein. Schreib auf jeden Fall ein Veterinäramt an. Und die E-Mail-Adresse findet ihr immer im Internet. Guckt, wo der Zirkus ist, in welcher Stadt, und schreibt dann das Veterinäramt dazu an. Und ich habe eine Beispiel-E-Mail gerade eingeblendet, was ihr dazu schreiben könnt. Also man soll dann auch noch Veterinärämter mit E-Mails überziehen. Da hat sie ein Beispiel. Guten Tag, mein Name ist Annalena Hartung, der Zirkus Paul Busch gastiert beim Schützenplatz vom 1.8. bis 5. also in Emden. Der Zirkus ist schon mehrfach negativ aufgefallen. Können Sie bitte mal vorbeischauen und gucken, ob es den Tieren gut geht. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Die gehen doch so und so noch hin. Jeder Zirkus wird bei der Anreise durch das Veterinäramt kontrolliert. Es wird ein Buch geführt. Dort werden Mängel aufgeführt und gelistet. Da kann der nächste Veterinär, guckt sich das Buch an und sieht, welche Mängel vorhanden waren und welche Auflagen getätigt werden. Warum soll man dem Veterinäramt dann noch eine Mail schreiben und vor allem dann aufzurufen, hier schreibt am besten gleich, jetzt ist der Zirkus Krone ist dort, alle Mann das Veterinäramt der Stadt anschreiben, lassen wir mal so 1000 E-Mails sein. Was soll das? Die haben ganz andere Arbeiten, die müssen sich darum kümmern, dass es den Tieren wirklich gut geht. Warum sollen sie sich mit so einem scheiß E-Mails befassen? Und wenn es den Tieren dreckig geht, werden sie das Tier da vielleicht auch rausholen, und somit könnt ihr dann auch ein Tierleben retten. Wann ging es in den letzten 10 Jahren einem Tier so dreckig, dass ein Tier beschlagnahmt wurde? Außer, wo jetzt das Urteil kam, bei der lieben Staatsanwaltschaft in Kiel, wo auch PETA mit involviert war, Zirkus Vegas, wo dort der Elefant beschlagnahmt wurde und angeblich der Löwe, die Schwanzspitze entzündet war, was im Nachhinein überhaupt nicht relevant war. Also die Staatsanwältin wurde aus ihrem Job entfernt. Sie muss sich sozusagen wegen Amtsbeugung mittlerweile verantworten. Was soll das? Ich frage nochmal, was soll das? Annycety, leg Beweise vor. Geh in jeden Zirkus, den du findest. Dokumentiere deine Sachen. Ich sag mal, es wird dir keinen Zirkus verbieten, wenn du ordentlich reinkommst, ohne hier gleich immer mit dem Gezetter hier, Zirkusleute sind Tierquäler. Was erwartest du denn dann von den Zirkusleuten? Das kommt ja dann auch noch, oder das hat sie ja vorhin schon gesagt, dass Zirkusleute eben teilweise aggressiv sind. Ich kann die Leute verstehen. Wenn Leute draußen demonstrieren, die meine Existenz vernichten wollen, dann verstehe ich das, dass manche Leute eben auch aggressiv reagieren. Also wenn euch im Zirkus irgendwas auffällt oder irgendwas komisch ist, schreibt das Veterinäramt an, die kümmern sich auf jeden Fall drum. wenn euch was auffällt oder wenn euch was komisch vorkommt. Wie soll den Leuten was auffallen oder komisch vorkommen, wenn Annycety im Vorhinein sagt, man soll keinen Zirkus besuchen? Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, wenn man behauptet, besuche keinen Zirkus, weil das ist Tierquälerei, und dann im Nachhinein, ja, wenn dir was komisch vorkommt oder wenn du irgendwas mitbekommst bei deinem Besuch, wie soll das gehen? Also entweder denkt das Mädel nicht nach oder es hat wirklich irgendwelche Probleme. Anders kann ich solche Aussagen nicht deuten. So Leute, das war's auf jeden Fall mit den Tipps und ich hoffe, die haben euch weitergeholfen. Zirkus ist einfach eine Tierquälerei und da kann man streiten, wie man will. Es gibt so viele Beweisvideos, es ist einfach Tierquälerei. Es gibt so viel Beweisvideos. Wo sind die Beweisvideos? Sie hat ja in dem Video 3 Videos gezeigt vom PETA-Stamm 2010, 2011. PETA kann selbst nicht einmal beweisen, dass in einem deutschen Zirkus, der in Deutschland auftritt, Tierquälerei vorherrscht. Wenn man sich die Prangerliste von PETA anschaut, die sie führt gegen Zirkusse. Okay, da gibt es mal Entlaufen, zum Beispiel jetzt beim Zirkus Krone ist ja der Elefant mal ein bisschen spazieren gegangen. Ein normaler Hund, der nutzt auch mal, wenn er mal nicht beobachtet wird, die Möglichkeit, mal ein bisschen die Umgebung zu erkunden. Aber es ist doch in letzter Zeit, außer wenn Tierrechtler dort irgendwelche Finger im Spiel haben, nichts passiert. Der letzte Vorfall war Buchen, wo PETA eine Zeugin bezahlt hat, die in meinen Augen nachweislich eine falsche Aussage getätigt hat, weil sie hat behauptet, sie hätte Leute gesehen, konnte aber die Leute eben nicht mit dem Zirkus bei der Gegenüberstellung in Verbindung bringen. Trotzdem hat PETA ihr 5.000 € bezahlt für ihre Auskunft, weil sie eben den Zirkus belassen hat, obwohl eben festgestellt wurden bei den Ermittlungsverfahren, dass an der Stromversorgung für den Elektrozaun fremde DNA vorhanden war, die dem Zirkus nicht zuzuordnen war. Wie wäre es denn mal mit einer freien DNA-Abgabe von allen Tierrechtlern? Okay, also wie gesagt, es war wie zu erwarten nichts Neues von Annycety. Sie kann nur Hass verbreiten. Sie hat weder irgendwelche neuen Belege, was sie da auch immer wieder mal angesprochen hat, dass sie eben im Zirkus, wie gesagt, Zirkus Busch war ja erstens in Emden. Was habt ihr zu dem Video von Annycety? Lasst uns einfach mal unten in den Kommentaren darüber diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Und liebe Annycety, ich hoffe, du strikest dieses Video nicht. In diesem Fall werde ich mich auf jeden Fall auch zu wehren wissen.